Das ist die Lumpensortierung, die ist aber heute schon jahrelang eingestellt. Da sind die Frauen am Sortieren, die sortieren diese Lumpen. Die Lumpen werden erst mit Ballern eingekauft. Nicht? So schildert Josef Roth von 1919 bis 1970 als Papierschöpfer in Bergisch Gladbach tätig die Arbeiten in der Lumpenkammer. Lumpen waren bis in die 50er Jahre unseres Jahrhunderts ein wichtiger Rohstoff für die Papierherstellung, bis zur Mitte des vorigen Jahrhunderts der einzige. Da waren drei Verschmutzungen. Erstens waren die Feste, das waren die Ösen und die Knöpfe, die noch an der Lumpen waren. Zweitens, das waren die ursprünglich flüssige, das waren eventuell Öle oder Fette. Das dritte waren eventuell unlösbare Farben da drin. Nicht? Das Sortieren der Lumpen war ausschließlich Frauenarbeit. Freilichtmuseum Hagen. Die Messer zum Schneiden der Lumpen sind an Tischen mit Sieben befestigt, durch die Staub und Schmutz fallen konnten. Denn anders als im Museum fanden ja alte, häufig genug verschmutzte Kleidungs- und Wäschestücke Verwendung. Im Hagener Museum ist eine alte Papiermühle nachgebaut. Hier können Besucher verfolgen, wie vor der Industrialisierung Papier entstand. Abweichend von der früheren Arbeitsorganisation schneidet hier ein Mann die Stoffe. Das Stampfwerk. Das rhythmische Schlagen der Stampfer zerlegt die Lumpen in ihre einzelnen Fasern. Aus ihnen und reichlich Wasser entsteht der Papierbrei. Der Antrieb des Stampfwerks erfordert viel Energie, die von einem Mühlrad aufgebracht wird. Heute ist Zellstoff ein wichtiges Ausgangsmaterial. Die Papierfabriken stellen ihn meist nicht selbst her, sondern beziehen ihn in Ballen aus einzelnen Bögen. Seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts spielte außerdem gemahlenes Holz, der Holzschliff, eine wichtige Rolle als Rohstoff. Waren meistens Tannen- und Fichtehölzer. Die waren so 2 Meter groß. Da kamen die mit bei Jungs rein. Da wurden die abgeladen, die wurden da gestapelt. Die Knüppel wurden in 2 Arbeitsgängen geschält, bevor sie in die Schleiferei kamen. Die Verwendung von Holzschliff bringt einen grundlegenden Nachteil mit sich. Das Papier vergilbt sehr schnell. Aus Holz entsteht nicht nur Schliff, sondern auch Zellstoff. Ihm sind, im Unterschied zu Holzschliff, Harze und andere Begleitstoffe entzogen. So stellt er einen qualitativ hochwertigen Rohstoff dar. Als Ausgangsmaterial dienen pflanzliche Stoffe mit hohem Zelluloseanteil. Besonders eignen sich Nadel- und Laubhölzer. Die Zellstofffabriken liegen häufig dort, wo diese Pflanzen wachsen. In Nordamerika, Skandinavien, Spanien, Portugal. Nur wenige deutsche Unternehmen stellen selbst Zellstoff her. Nach dem Aufladen der Zellstoffpakete auf das Förderband laufen alle Prozesse automatisch ab. Ziel von Förderband und Aufzug, der Pölper. Die Treiberscheibe im Boden wird starke Turbulenzen im Wasser erzeugen. Die Turbulenzen lösen die Fasern aus ihrem Verband.
Es dauert ungefähr 15 Minuten, bis sich Zellstoff und Wasser vermischt haben. Die Papiermacher bezeichnen diesen Brei als Stoff. Ein Stockwerk tiefer, Pölper, Leitungssysteme und Maschinen für die weitere Verfeinerung des Stoffes. In den Refinern rotiert ein Kegel, der die Fasern quetscht und kürzt. Die Vorgänger der Pölper und Refiner waren die Holländer. In vielen Fabriken werden sie auch heute noch zum Auflösen und Mahlen der Rohstoffe benutzt. Unter der Schutzhaube dreht sich eine Walze. Sie treibt den Brei im Kreis. Ein Holländer mit geöffneter Schutzhaube. In die Walze und in die darunterliegende Bodenplatte sind Metallschienen eingelassen. Sie mahlen den Brei. Die Stärke der Mahlung lässt sich durch den Abstand zwischen Walze und Bodenplatte regulieren. Bevor sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Pölper und Refiner durchsetzten, gab es in allen Papierfabriken große Holländersäle. Bereits seit 1670 hatten sich fortschrittliche Papiermacher Holländer angeschafft, als Alternative zu den Stampfwerken. Die Bearbeitungszeit der Lumpen verkürzte sich dadurch um mehr als die Hälfte. Aber auch moderne Rohstoffe wie Holzschliff und Zellstoff lassen sich in Holländern aufbereiten. Noch heute sind Holländer der Jahrhundertwende in Betrieb. Während der 4- bis 8-stündigen Bearbeitungszeit muss der Stoff ständig beobachtet werden. Denn Papier wird in Holländer gemacht. So fassten früher die Papiermacher die Bedeutung der Rohstoffbearbeitung für die Qualität des Papiers zusammen. Aus dem vorbereiteten Stoff entsteht das Papier. In den Papiermühlen geschah dies mit dem Sieb an der Bütte. Für den Film führt Josef Roth das Handschöpfen im Museum vor. Das Abdrücken des Blatts auf ein Filztuch nennen die Papiermacher Gautschen. Anders als hier nachgestellt, war dies früher Aufgabe eines zweiten Büttgesellen. Schöpfer und Gautscher arbeiteten Hand in Hand. Der Stoff besteht zu über 95% aus Wasser. Der Schöpfer muss die Fasern immer wieder aufrühren. In der Mitte des Siebes aufgenähte Drähte erzeugen das Wasserzeichen. Beim Schöpfen tropft ein Teil des Wassers durch das Sieb. Das Rütteln lässt die Fasern verfilzen. Vom Geschick des Schöpfers hängen Gleichmäßigkeit und Stärke des Papiers ab. Der aufgelegte Rahmen hat verhindert, dass der Stoff beim Schöpfen seitlich hinunterfließt. Der Bogen erhält den typischen Büttenrand. Die Ausbildung zum Schöpfer war nur Männern zugänglich. Josef Roth 1965 an seinem früheren Arbeitsplatz, der Handschöpferei bei der Bergisch-Gladbacher Firma Zanders. Der Schöpfsaal, kurz bevor Josef Roth 1919 in die Lehre kam. In der Handpapierfabrik liefen damals 5 Schöpfbütten. Die Aufsicht führte der Meister. Ich war nach dem Ersten Weltkrieg mit den ersten Jungs, die kamen. Ja, von 5 Bütten, da waren noch 5 Lehrlinge, nicht? Mit dem Format, das ist auch schon wieder so ein Ding. Denn Papier hat eine Schrumpfung.
Im Papier das Leben, der Traube eine nicht. Die Menge der geschöpften Bögen hängt vom Format und von der Qualität ab. Sie liegt zwischen 30 und 300 Bögen pro Stunde. Die Zahl der Handschöpfereien ist seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ständig zurückgegangen. Gegenüber den Papiermaschinen waren sie nicht mehr konkurrenzfähig, obwohl die Qualität der Büttenpapiere auf Maschinen nicht zu erreichen ist. Den frischen Bögen muss das überschüssige Wasser entzogen werden. In den Papiermühlen kamen sie zunächst in eine große Spindelpresse. Die Papiermacher bezeichnen den Stapel aus Papier und Filzen als Pauscht. Er enthält 181 Bögen. Die Spindel wird hinuntergeschraubt und drückt das Wasser aus Filzen und Papier. Es ist wichtig, die Bögen möglichst gründlich zu entwässern, denn nach dem Pressen müssen sie so reißfest sein, dass der Leger sie vorsichtig von den Filzen lösen kann. Außerdem ist die Trockenzeit von gut gepresstem Papier erheblich kürzer. Mit der Haspel können die Männer das Seil und damit die Pressschraube anziehen. Mindestens einmal in der Stunde wurden in den Papiermühlen die Männer zum Pressen zusammengerufen. Das bedeutete immer wieder eine Unterbrechung ihrer Arbeit und des Produktionsflusses. Das Legen, das vorsichtige Lösen der Bögen von den Filzen, war in der Regel Aufgabe eines Lehrlings oder eines Gesellen. Das Wasserzeichen hat sich deutlich abgedrückt. Auf dem Trockenboden arbeiteten wiederum Frauen. Da werden die Wäsche zum Trocknen aufgehängt. Bei Sommertemperaturen werden sie rascher trocken, nicht? Aber meistens ist es so wenig temperiert da drin. Nicht? Man kann ja wohl nicht rechnen, 7, 8 bis 10 Stunden, dass die Bohnen trocken sind. In den Papiermühlen ohne Heizung dauerte das Trocknen dagegen bis zu 2 Wochen. Das Entstehen einer Papierbahn auf einer Papiermaschine aus dem Jahr 1889. Die Maschine war 1919, als in derselben Firma Josef Roth das Handschöpfen lernte, schon 30 Jahre in Betrieb. Sie ist 36 Meter lang. Im Prinzip hat sich an der Arbeitsweise der Papiermaschinen bis heute nichts geändert. Der Stoffauflauf verteilt den vorbereiteten Stoff gleichmäßig auf ein langes Sieb. Es entsteht eine endlose Papierbahn, im Bild rot. Die Presswalzen drücken überschüssiges Wasser aus. Das entzogene Wasser gelangt wieder in den Produktionsprozess, hellblau eingezeichnet, mitlaufende Filztücher zur Unterstützung der Papierbahn. Die Trockenpartie besteht aus beheizten Zylindern. In vielen Papiermaschinen ist vor der Aufrollung ein Glättwerk installiert. Der Stoffauflauf der Maschine von 1889.
Die Arbeitsbreite beträgt ungefähr 1,60 Meter. Das Rütteln des Langsiebs hat dieselbe Funktion wie die Handbewegungen des Schöpfers. Die Fasern verfilzen, Wasser läuft ab. In der Regel kann ein Maschinenführer die Produktion beaufsichtigen und die Maschine einstellen. An dieser Stelle trennt sich die Papierbahn vom Sieb. Die Randstreifen sind vorher durch einen Wasserstrahl abgeteilt. Der Anfang der Pressenparty. Damit der Maschinenführer den Lauf des Filztuches beobachten kann, ist es markiert. Die Transmissionsriemen und Räder verteilen die Energie auf die einzelnen Walzen. An ihre Stelle sind bei modernen Maschinen regulierbare Einzelantriebe getreten. Die ersten Zylinder der Trockenpartie. Mit einer Geschwindigkeit von 70 Metern in der Minute läuft das Papier durch die Maschine. In die Trockenpartie ist eine Leimpresse integriert. Hier erhalten bestimmte Papiersorten, zum Beispiel wasserabweisende Qualitäten, einen zusätzlichen Leimaufstrich. Die Messstelle zur Kontrolle der Leimung wurde nachträglich eingebaut, um die Maschine den gestiegenen technischen Anforderungen anzupassen. In der Trockenpartie reduziert sich der Wassergehalt des Papiers auf 2-3% von 55% nach dem Pressen. Zur Modernisierung der Maschine gehört auch die Ausstattung mit einem elektronischen Messkopf zur Prüfung der Papierdicke. Die Papiermaschinen ersetzen die Handarbeit beim Schöpfen, Pressen, Legen und Trocknen. In einer Stunde entstehen hier ungefähr 350 Kilogramm Papier. Ein Kalander aus der Zeit der Jahrhundertwende. Bis vor wenigen Jahren diente er der Oberflächenveredelung von geschnittenem Maschinenpapier und Kartons. Für den Film wurde er noch einmal in Betrieb genommen. Die Walzen in Kalandern bestehen aus Stahl. Sie können aber auch mit elastischem Material oder einer strukturierten Oberfläche überzogen sein, je nachdem, ob sie das Papier glätten, glänzend treiben oder prägen sollen. Zum Transport liegt das Papier zwischen Baumwollbändern. Auch in den Papiermühlen schlossen sich an das Trocknen weitere Arbeitsgänge an, zum Beispiel das Glätten. Entweder kamen die Bögen unter ein Hammerwerk oder Frauen rieben sie mit Steinen glatt. Für manche Papierqualitäten reicht ein Durchlauf durch die Walzen nicht aus. Diese Bögen werden dann durch einen zweiten Kalander geführt. Die Kalander wirken durch den Druck, der durch das große Gewicht der Walzen entsteht. Neben Bogenkalandern gibt es auch Rollenkalander für die Bearbeitung von Papierbahnen. Papiermacherei heute. Die Produktion ist automatisiert und computergesteuert. Sämtliche Arbeitsprozesse lassen sich über Monitore kontrollieren. Die mit dem Computer verbundene Papiermaschine. Kennzeichnend für die heutige Produktion sind nahezu menschenleere Hallen. Die Maschinenführer und Gehilfen arbeiten allerdings in Schichten rund um die Uhr. Das Berufsbild der Papiermacher hat sich grundlegend gewandelt.
Beim vorindustriellen Handschöpfen kam es auf Geschick, Fingerspitzengefühl und Erfahrung an, die sich Schöpfer und Gaucher während jahrelanger Berufstätigkeit aneigneten. Heute müssen Papiermacher dagegen Fachwissen über Papierqualitäten und ihre Herstellung besitzen, Maschinen warten und beaufsichtigen und mit Rechenanlagen umgehen. Filze führen die Bahn durch die Pressenpartie. Die Trockenpartie befindet sich in einem Gehäuse, das normalerweise ganz geschlossen ist. Dies spart Energie und verhindert ein unnötiges Aufheizen der Halle. Hohe Qualitätsansprüche machen wiederholte Messungen erforderlich. Monitore stehen nicht nur in der Steuerungszentrale, sondern auch direkt neben der Papiermaschine. So sind die aktuellen Daten direkt abrufbar. Dieser Messkopf arbeitet mit Ultravioletten und Gammastrahlen. Während früher die Papierqualität vor allem in der Hand des Schöpfers lag, hängt sie heute von der präzisen Eingabe und Einhaltung der Computerdaten ab. Pro Stunde entstehen auf dieser Maschine rund 10 Tonnen Papier. Ein Rollenkalender. Die Walzen haben verschieden harte Oberflächen. Die weicheren geben unter Druck etwas nach und erzeugen Reibung und damit Glanz auf dem Papier. Eine der wichtigsten Aufgaben von Mitarbeitern in heutigen Papierfabriken, das Kontrollieren. Stichproben weisen auf eventuelle Störungen bei der Produktion hin. Zunächst prüfen die Männer die Oberfläche. In der Durchsicht können sie weitere Unregelmäßigkeiten entdecken. Mit dieser Kontrolle ist der Fertigungsprozess abgeschlossen. Die letzten Arbeitsschritte: sortieren und verpacken. An den Packtischen arbeiten Männer, bei der Kontrolle der Bögen, dem Sortieren, Frauen. Diese Arbeitsteilung war schon in den Papiermühlen üblich. Den größten Teil der Sortierarbeit leisten heute Maschinen. Frauen prüfen lediglich für die Maschine nicht geeignete Qualitäten. Dazu kommen Stichproben bei der maschinellen Sortierung. Die Bezahlung der Frauen richtet sich nach Akkordsätzen. Mit geübtem Auge entdeckt die Sortiererin kleinste Unregelmäßigkeiten. Nach Qualitäten und Formaten gestapelt, liegt das Papier zum Verpacken bereit. Die Verpackung erfolgt nur noch zu kleinen Teilen von Hand.
Die Packer müssen ein eingespieltes Team bilden und ihre Handgriffe genau aufeinander abstimmen. Sie arbeiten im Akkord. Jedes Ries enthält 125 bis 500 Bögen, je nach Format, Gewicht und Kundenwünschen. Die Handverpackung wurde beibehalten, obwohl auch für diesen Arbeitsschritt Maschinen zur Verfügung stehen. Sie sind allerdings sehr störungsanfällig. Seit Einführung der neuen Rohstoffe und der Papiermaschinen ist der Papierverbrauch um ein Vielfaches gestiegen. Man denke nur an Presseerzeugnisse, Toiletten- und Hygienepapiere und Verpackungen. Die moderne Industrie deckt den gestiegenen Bedarf, hat aber auch, wie bei fast allen Verbrauchsgütern, zu seinem Anwachsen beigetragen.